Tamara ist mit ihrem brandneuen Truck namens Devil unterwegs auf ihrer ersten großen Tour. Beladen mit 25 Tonnen Weizen hat sie inzwischen Rügen erreicht. Hier soll irgendwo am Hafen ihr nächster Kunde sein. Doch Tamara kennt weder die Abladestelle noch den Weg. Das ist der Scheich Fährhafen. Mal gucken. Scheiß im Dreck. Och Mann. Ja, das war jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe. Ich muss mal eben nachfragen. Also das ist in eine Fähre wollte ich natürlich nicht. Wenn man sich nicht auskennt, wenn man sich nicht auskennt. Hoffentlich kennt sich der Kollege aus. Hallöchen. Ich glaube, ich bin falsch. Ich soll eigentlich Mukranhafen, ich soll abladen. Aber ich will nicht über die Fähre. Drehen Sie um, fahren Sie zurück. Ja. Bis zur Straße, dann fahren Sie Richtung Binz. Am Ende der Brücke, ja, also wenn Sie schon wieder, dann fahren Sie links und gleich wieder links. Dankeschön. Das klingt, als wäre Tamara einen ganz schönen Umweg gefahren. Schöne Scheiße! So, ich hätte natürlich an der Ampelkreuzung abbiegen sollen. Oh, ist das eine Scheiße. Auch als Nordlicht hat man es im hohen Norden nicht immer leicht. Und so ein Hafengelände kann ganz schön unübersichtlich sein. Das ist eben die Scheiße, wenn man sich nicht auskennt oder wie oder was auch immer. Aber ich gucke mir gern schöne Gegenden an. Jetzt nur nicht vom rechten Weg abkommen. So, er hat gesagt links, links und wieder links. Also, irgendwie. So, bin ich ab da, weg. Ach, Mann. Guck mal, da unten steht's. Da muss ich hin. So eine Scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. Ja, da steht irgendwas dran. Ja! Jetzt freue ich mich und dann bin ich bestimmt falsch. Erst kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Einlass nur mit Scheiße. Ach, Scheiße. Es macht hier alles keinen Spaß. Doch dann wendet sich überraschend das Blatt. Oh, oh, das geht los, das war schön. Tamara durchläuft auf dem Weg zum Kunden ein wahres Wechselbad der Gefühle. Jetzt hat sie es bis aufs Gelände geschafft. Doch wie geht es weiter? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht, da steht dies wie Mukran Ports, Terminal C. Ein weiter. Ich habe keinen Plan. Kein Plan. Terminal B. Da hätten wir reingemusst. Ich bin so dämlich. Aber da kommen sie raus. Aber hier war ja keine Einbahnstraße. Es scheint, als wäre das Ziel zum Greifen nah. Da stehen sie. Tja, siehst du, wir fahren da mal hin. Die Irrfahrt der Tamara scheint ein Ende zu finden. Jetzt ist erstmal Warten angesagt. Genug Zeit also, um sich von den Strapazen zu erholen. Jetzt habe ich ein paar LKWs vor mir. Und dann fahre ich gleich zur Anmeldung. Und am Probestecher, da wird dann Probe genommen. Und dann sagen sie mir, wo ich abkippen darf. Abschieben. Ich kipp ja nicht, ich schieb ja ab. Schieb, schieb. Und zwar vollautomatisch, denn der Devil bringt so einige technische Neuerungen mit. Musste Tamara die Plane ihres Aufliegers früher noch von Hand aufkurbeln, genügt heute ein einziger Knopfdruck. Bei dem Wetter ist das natürlich schon traumhaft. Kurbeln und Gurte und so. Und man schwitzt dann doch ein bisschen. Und dann macht man nur so altersgerechtes Arbeiten. So. Das ist schon schön. Jetzt warte ich, hier wird immer vorgerückt. Und dann wird abgeladen. Und dann fahre ich irgendwie mich da hinten anstellen zum Leerwiegen. Na, also hier ist Vollwiegen und hinten, die stehen an, wenn die leer sind. Und dann geht's auf nach Firo. Klingt nach einem Plan. Hoffentlich dauert's nicht so lang. Denn der Umweg hat wertvolle Zeit gekostet. Und der nächste Kunde wartet schon. Tamara und ihr Devil haben es mittlerweile bis zum Kunden geschafft. Doch bevor hier gleich 25 Tonnen Weizen den Besitzer wechseln, muss sich die Truckerin noch an der Rezeption anmelden.
Hallöchen. Hallo. Dankeschön. Einmal Weizen. Jawohl. Ich nehme jetzt gleich eine Probe und dann analysieren wir. Wunderbar. Einmal bitte Haarscharf rechts und dann gleich wieder links zur LKW-Kasse. Alles klar, auswiegen. Und drüben auf der anderen Seite. Auswiegen, bitte. Alles klar. Okay. Okay, danke. Jo, bitte. Bevor Tamara ablädt, wird eine Probe der Ware entnommen. Dies dient der Qualitätskontrolle und soll sicherstellen, dass sich in dem Getreide weder Schimmel noch Ungeziefer befindet. Das Verfahren ist Routine, denn der Transport von Lebensmitteln unterliegt in Deutschland strengen Auflagen. Anschließend geht es zum Abladen in die Halle nebenan. So. Erstmal einen Druck ablassen, damit mir die Türen nicht gleich um die Ohren fliegen. Ich kann aus sicherer Quelle sagen, das tut weh. Der neue Schubbund, dadurch, dass eben noch alles neu ist, ne, der marschiert noch gut. So, nehmen wir für schlechte Zeiten mit. Man weiß nie, was kommt in der heutigen Situation. Jetzt muss Tamara nur noch die Tür weit öffnen. Den Rest erledigt ihr Schubboden dann von ganz allein. So bleibt noch etwas Zeit für ein kleines Pläuschchen mit Betriebsleiter Daniel. Was macht ihr jetzt mit dem Weizen? Wo kommt das hin? Erstmal wird's eingelagert. Und dann, wir sind ein Umschlagshafen hier. Wir exportieren fast weltweit, Afrika, Algerien. Und jetzt bunkern wir, wenn das nächste Schiff da ist. Die nächste Verladung ist am Mittwoch. Da haben wir ein Schiff, was nach Afrika geht. Also das heißt, deswegen ist auch heute ein bisschen viel los. Genau, jetzt müssen wir uns ein bisschen spurten, dass wir die Ware rankriegen. Dann werde ich mich mal um die 25 Tonnen Weizen kümmern, dass die auch alle, jedes Körnchen hier bleibt. 30.000 brauchen wir. 1.000. Da musst du noch ein paar Mal fahren. Ja. Aber bis Mittwoch, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, wird ein bisschen eng. Ne? Der neue LKW. Ja, so schnell ist der auch nicht. Ja, genau. Dafür hat er ein paar neue Besonderheiten, die Tamara die Arbeit erleichtern. Das ist jetzt hier, da lade ich eigentlich in der Brauerei drüber ab. Da kommt ein Staubsack ran und dann kann ich Malz für die Brauerei abladen. Das ist jetzt neu bei dem Auflieger. Bei dem anderen Schubboden hatte ich keinen Auslauf mit Staubsack. Also da bin ich auch keine Brauereien mitgefahren. Ist natürlich ein bisschen mehr zum Saubermachen. Ne? Am Ende hilft alle Technik nicht. Das Ausfegen muss Tamara selbst übernehmen. Schließlich wartet die nächste Ladung schon. Noch schnell auswiegen und den Frachtbrief abholen. Und dann kann's auch schon weitergehen. Was sagt denn der Kollege zum neuen Truck? So. Da ist er wieder. Was eine Hitze heute. Man ist es nicht mehr gewohnt. Nee. Aber einen schönen klimatisierten LKW hast du ja. Zwei Stunden Zeit zum Abkühlen. Das ist Trauma. Ich wünsche dir eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Jawohl, herzlichen Dank. Alles. Tschüssi. Tschüss.